Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben offensichtlich noch kein Bild, aber ich fange an, euch so zu erzählen. Das ist auch gar nicht so dramatisch. Ich bin Nico von WeTel, ich bin Teil des Gründungsteams von WeTel und wir machen Mobilfunk nachhaltig. Und tatsächlich, also ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, weil das ganz viel darüber erzählt, was wir machen und warum wir es machen. Und danach erzähle ich auch nochmal mehr zum eigentlichen Produkt. Wir sind ein Gründungsteam aus Menschen, die sich kennengelernt haben am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Also wir kommen aus dem Bereich Solarenergieforschung eigentlich, haben uns aber wirklich, also in großen Teilen kennengelernt über Ingenieure ohne Grenzen. Also Entwicklungszusammenarbeit mit einem Ingenieurshintergrund. So, ne? Und dann irgendwann kam der Moment, wo, ich habe Solarzellforschung gemacht und in meinem Leben entscheidet oft die Frage, wo sehe ich den größten Hebel, irgendwas in Richtung Nachhaltigkeit zu tun. Und so bin ich damals auf die Solarenergieforschung gekommen. Und irgendwann dann aber war für mich die Erkenntnis da, eigentlich ist die Solarenergie günstig genug, die Windenergie ist günstig genug, wir müssten davon nur noch viel mehr machen eigentlich. Ne? Also es ist arg vereinfacht, aber so kann man es darstellen. Und dann war die Idee, entweder in die Politik zu gehen oder, und dazu ist es am Ende gekommen, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe also Leute zusammengetrommelt und unter anderem Andi und Alma, die dann mit mir WeTel gegründet haben, haben einen Mobilfunkanbieter gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen. Ne? Also wir wollen nicht selber in die Politik gehen und Regeln anders setzen, das wäre so eine Variante gewesen. Aber am Ende ist Politik ja auch immer bestimmt von der Gesellschaft, ne, den Menschen, den Wählerinnen und Wählern. So, also irgendwie wollen wir das Thema Nachhaltigkeit nochmal an der Stelle präsent machen, wo es das bisher so gar nicht gibt. Und was ja gut funktioniert und vor allem Nachhaltigkeit positiv besetzt, also so, dass man sich freut, da mitzumachen, sind Dienstleistungen und Produkte, die es in nachhaltig gibt, genauso gut, wie es sie auch quasi normalerweise gibt. Ne? Also vom Banking kennt man das, die GLS Bank, die ist konsequent nachhaltig unterwegs. Mailing gibt wahrscheinlich den einen oder anderen von euch, der oder die bei Posteo unterwegs ist. Gibt es ein nachhaltiges Produkt, was mindestens so gut funktioniert wie ein Google Mail, aber dafür klimaneutral und ohne Datenweitergabe. Genau, und so sind wir dann rangegangen und haben gesagt, diese Idee, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, das versuchen wir über ein Mobilfunkprodukt umzusetzen. Bei all dem gilt aber, der Kern dessen, was wir machen wollen, ist Menschen erreichen und dieses Thema Nachhaltigkeit rausbringen. Und WeTel, also die Mobilfunkanwendung jetzt, das Produkt, das ist das Fahrzeug, auf dem wir fahren. Ne? Und da versuchen wir also quasi das zu nutzen, um in anderer Ebene so viel wie möglich zu erreichen. Genau, jetzt hatte ich gehofft, wir haben Bild. Aber im Zweifel geht es auch ohne. Ich erzähle euch ein bisschen zu, was ist eigentlich nachhaltiger Mobilfunk. So, ne? Nachhaltig, ganz viele identifizieren damit Klimaschutz. Das ist für uns natürlich auch wichtig, das ist die Ecke, aus der wir kommen. Also wir wollten ein Produkt, was mindestens mal klimaneutral ist, idealerweise klimapositiv. Also wenn man das Produkt nutzt, dass man etwas für das Klima tut. Und das setzen wir um, indem wir, wo ist überhaupt das Problem? Mobilfunknutzung ist eine digitale Dienstleistung, da stehen Rechner, Rechenzentren dahinter und eine Mobilfunkinfrastruktur, also Funkmasten, ne, die mit Strom betrieben werden müssen und so weiter. Und wenn das alles aus erneuerbaren Energien passiert ist, natürlich kann man sagen, einigermaßen cool, ist aber nicht so. Der deutsche Strommix sieht da leider noch ganz anders aus. Das heißt, da fallen Emissionen an und wenn man sich so die gesamten den Energieverbrauch anguckt, dann gehen 9% da rein, dass man das Handy zu Hause lädt. Das kann man mit Ökostrom machen, aber das ist relativ wenig. Deutlich über 50% ist die Infrastruktur, also Funkmasten betreiben, Funkmasten bauen, Rechenzentren, die dahinter laufen und so weiter. Da hat man erstmal überhaupt keinen Zugriff drauf. An der Stelle auch ganz offen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euren persönlichen CO2-Fußabdruck minimieren, dann kommt in der Liste der Dinge, die ihr machen müsst, der Mobilfunk, weiß ich nicht, bei Position 100 oder so. Ne? Also es gibt relevantere Dinge, kleiner wohnen, heizen, also ne, Ökostromanbieter, so. Es geht hier viel mehr ums Prinzip, ne? Also Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, dafür ist Mobilfunk ein cooles Produkt, weil das jeder und jede nutzt und weil man es nicht erwartet, dass sich tatsächlich gerade ein Mobilfunkanbieter etabliert, der, ich sage jetzt mal platt, gut ist, ne? Im Vergleich zu den Anbietern, die es vielleicht sonst so am Markt gibt. Genau,
Das so die Klimaschutz der Bereich, das heißt, wir kompensieren diese kompletten Emissionen auf der einen Seite, um sagen zu können, wir sind klimaneutral. Der für uns viel wichtigere Aspekt ist aber, dass wir Solaranlagen in Deutschland bauen betreiben lassen, die mehr Ökostrom produzieren und ins Netz einspeisen als alle unsere Kundinnen. Der Beamer hier, nice. Als alle unsere Kundinnen brauchen. Das heißt, man kann tatsächlich, also ne, wenn man bei uns Mobilfunk nutzt, dann sorgt man mit einem Teil des Geldes, was an uns fließt, dafür, dass wir tatsächlich Solaranlagen zubauen. Klimaschutz. Dann ist Mobilfunk ist eine Kommunikationsdienstleistung. Da kommt der Aspekt Datenschutz mit rein, ne? Und der fällt bei uns auch unter nachhaltig. Also es gibt den Bereich Klimaschutz und dann Datenschutz. Wo das ist ein wahnsinnig weiter Bereich, auch im Mobilfunk. Das fängt an beim, wenn man bei uns auf die Homepage kommt, findet man keine Google-Tools. Ich habe keine Recherche gemacht, aber ich würde annehmen, es gibt keinen anderen Mobilfunkanbieter, wo das so ist, ne? Weil Google so ein Standard ist in so einem E-Commerce-Sales-Produkt. Bei uns ist das anders. Bei uns gibt es, wenn man bei uns ist, gibt es sozusagen eine Trennung zwischen bestimmten Datentypen. Also die Vodafone, deren Netz wir nutzen, die wissen natürlich bei einer Mobilfunknummer, wo die unterwegs ist. Ne? Also die haben Standortdaten. Die müssen auch wissen, mit wem wann telefoniert wird, beziehungsweise mit welcher Nummer. Diese Daten kriegen wir von der Vodafone, ist ja klar. Und wir haben, beziehungsweise mit unserem Mobilfunkpartner zusammen, wir haben eure Stammdaten, also Name, Adresse, Bankdaten. Wir müssen euch eine Rechnung stellen. Das heißt, ein Teil der Daten von der Vodafone kommt zu uns. So Dinge wie, auf welcher Website surft ihr, ist uns egal. Das ist für die Vodafone, die hat diese Daten, aber wir kriegen die Daten nicht, weil wir sie ja auch gar nicht haben wollen. Wir wiederum haben eure Bankdaten zum Beispiel, um euch eine Rechnung zu stellen. Aber die Vodafone hat diese Daten nicht. Ne? Also das ist im Datenschutz ein ganz gängiges Konzept, dass man sagt, nicht alle Daten auf einem Haufen, damit man nicht alles verknüpfen kann. Das stellen wir an der Stelle sozusagen sicher. Wir verkaufen keine Daten, auch das gibt es im Mobilfunk ganz viel. Versuchen uns also sozusagen in der Unternehmenswelt, aber auf der Datenschutzseite zu positionieren. Genau. Und ein dritter Aspekt, das ist der Bereich Fairness und Transparenz. Das passt im Mobilfunk ganz gut, weil das erwartet da auch niemand. Wir haben nur monatlich kündbare Tarife. Wir machen Service von Mensch zu Mensch. Das ist so der Slogan von Mensch zu Mensch. Wir haben zum Beispiel unser Service-Team sitzt bei uns im Büro. Das hat, glaube ich, kein anderer Mobilfunkanbieter, dass die Leute so eng dran sind, entsprechend viel Ahnung haben, auch von dem, was außenrum passiert und nicht irgendwo im Ausland, ein Callcenter, was, weiß ich nicht, für Dumpinglöhne arbeitet. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind gemeinwohlzertifiziert auch. Da spielt natürlich auch Arbeitsbedingungen und sowas rein. Der Service ist bei uns mittendrin und das merkt man, wenn man anruft, weil man dann Leute am Telefon hat, die Ahnung haben. So, das gilt nicht an mich, ne? genau. Ah, hier rechts. Das ist auch, also besser als nichts. Oh, jetzt sind da. Das ist viel besser. Genau. Fairness und Transparenz. Das sind so die drei Bereiche. Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Jetzt kommt eigentlich so ein Bild von der Deutschlandkarte, mit der ich zeigen will, dass wir mittlerweile in ganz Deutschland auch vertreten sind. Wir sind jetzt 2 Jahre am Markt mit Retail, wir haben über 10.000 Kunden, wir haben etwa 600 Unternehmen, die bei uns sind. Das Ganze ist fleißig weiter wachsend und wir sind damit sehr zufrieden. Das heißt, diesen Aspekt Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, das funktioniert auf jeden Fall zu einem gewissen Grade. Ne? Wir würden gerne noch viel mehr, weil also, ne, 10.000 Personen ist jetzt für einen Mobilfunkanbieter auch noch nicht so wahnsinnig viel. Und wichtig ist, es geht hier nicht um Wachstum, um des Wachstums willen oder weil wir damit wahnsinnige Umsätze schöpfen und Gewinne schöpfen könnten, da erzähle ich nachher noch mehr zu, sondern es geht darum, dieses Thema zu transportieren. Genau. Und ein zweiter Aspekt, neben dem Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, der immer stärker bei uns wird, ist das Thema Unternehmen mit Nachhaltigkeit erreichen. Und da ist ein ganz wichtiges Ding, dass wir versuchen, Beispielunternehmen zu sein. Wenn man Unternehmen verändern will, dann stößt man häufig auf zwei Argumentationen. Entweder, wir können uns nicht richtig verändern, weil der Druck ist zu hoch. Wir haben ganz viel Konkurrenz, da können wir nichts machen, was nicht tried and trusted ist. So, oder, heil, cool. Oder es gibt Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, wir können nichts ausprobieren, weil wir haben ja eine Verantwortung unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber. Fair, also diese Verantwortung gibt es natürlich. Danke dir.
Ja, hervorragend. Ah, habe ich schon wieder was vergessen hier. Naja, ich zeige das jetzt doch noch einmal hier, weil, also ungelogen, das ist true story. Ich wurde ganz lange auf meinen Vorträgen angesprochen, nach dem Vortrag, Mensch, Gemeinwohlökonomie, ihr macht das ja alles so cool, aber was verkauft ihr nochmal? Und das soll natürlich nicht passieren. Also ne, wir sind ein Mobilfunkanbieter und das Bild identifizieren alle Leute mit Mobilfunkanbietern. Man hat verschiedene Verträge mit verschiedenen Gigabyte, die man kaufen kann für unterschiedliche Preise. Es geht nicht darum, dass ihr das jetzt alle kauft, aber dass ihr nachher noch wisst, was wir anbieten. Genau. Ich habe gerade schon gesagt, diverse Unternehmen sind mittlerweile auch bei uns. Und das sind in großen Teilen auf jeden Fall Unternehmen, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Die Nachhaltigkeitsszene und auch nachhaltige Verbände, BNW, von der Caritas gibt es mittlerweile auch einige Regionen, die zu uns gekommen sind. Genau. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Aspekt, Beispielunternehmen sein. Da habe ich gerade schon Gegenargumente von Unternehmen und Unternehmerinnen genannt, nämlich die Themen Verantwortung ihren Mitarbeiterinnen gegenüber und Druck von außen. Und was an der Stelle hilft, ist, wenn es Unternehmen gibt, die bestimmte Sachen schon gemacht haben, wo man sagen kann, wir haben das ausprobiert, ne? Ihr könnt das kopieren. So, das muss man ja auch sagen, ne? Wir haben die Nachhaltigkeit auch nicht neu erfunden, sondern wir kopieren ja auch bei anderen Unternehmen. Also gucken uns an, was macht denn Posteo, was macht denn die GLS Bank, was macht Green Planet Energy? Von denen haben wir ganz viel zu uns transferiert quasi an Idee und jetzt machen wir das ein oder andere auch noch anders als diese Unternehmen und sind ganz viel damit unterwegs, davon zu erzählen, unter anderem ja auch hier, aber auch auf, weiß ich nicht, Veranstaltungen von der IHK, wo ganz viele UnternehmerInnen sitzen, die mit Nachhaltigkeit sonst nicht so viel zu tun haben, die aber zum Beispiel sagen, ich würde gerne mein Unternehmen dem Gemeinwohl widmen. So, das klingt ja erstmal gut, ne? Aber die Frage ist dann schon, wie macht man das? Und das ist ein Konzept, was wir wahnsinnig gut finden, das heißt die Gemeinwohlökonomie, wo man eine Bilanz erstellt, die aber nicht eine reine Kapitalbilanz ist, sondern eben eine Gemeinwohlbilanz. Und ich fliege da kurz rein. Ihr seht hier das Übersichtssheet von unserer Gemeinwohlbilanz. Es gibt vier Kernwerte: Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und dann gibt es die Berührungsgruppen, Lieferantinnen, Eigentümer, Mitarbeitende, Kunden und gesellschaftliches Umfeld. Und man schreibt in allen diesen Bereichen und noch einigen Unterkategorien davon auf einen vorgegebenen Fragenkatalog, was macht denn das Unternehmen da? Und das ist jetzt nicht ein, weiß nicht, marketinggeschriebener CSA-Bericht, also ne, wir versuchen das natürlich ordentlich darzustellen da, aber was ein wichtiger Unterschied ist, ist, dass das wird nachher auditiert. Also da kommt jemand von der GWÖ und guckt sich das an und guckt, ob das plausibel ist. Ne? Das ist jetzt, es gibt vielleicht auch härtere Audits als diese, aber trotzdem hat da jemand Externes drauf geguckt und am Ende ist es auch quantifiziert. Also man kann auch quasi nachgucken, hey, so und so stehen die einigermaßen gut da und dafür sind Zahlen ja wirklich gut, um zu sehen, ohne dass ihr wisst genau, was machen wir. Im Bereich ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen sind wir besser als im Bereich Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette. Also ne, offensichtlich haben wir hiervon mehr Peil oder können das besser umsetzen bei uns. Das kriegt man da relativ schnell raus und einfach auch mit einem Zahlenwert. Und das finde ich wichtig. Ich habe die GWÖ kennengelernt noch weit vor Retail auf einem Heldenmarkt in Hamburg, weil man auch Menschen, die jetzt erstmal nicht intrinsisch nachhaltig motiviert sind, glaube ich, davon überzeugen kann, wenn man so eine GWÖ-Bilanz macht und will da besser dastehen nach 2 Jahren, man macht die alle 2 Jahre neu, dass man sagen kann, hey, wenn wir in dem Bereich Transparenz und Mitentscheidung in der Lieferkette, wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir diese, jene und Maßnahme machen, dann stehen wir da nachher mit mehr Punkten da und das sieht gut aus nach außen. Das kann ich in einem Unternehmen kommunizieren und dann gibt es da drin, in diesem Arbeitsbuch gibt es auch konkrete Maßnahmen, was man denn dafür machen muss. Ne? Und so kann man über diese GWÖ-Bilanz Stück für Stück tatsächlich, Bilanz für Bilanz, das Unternehmen weiterentwickeln. Ne? Und das ist jetzt über 2020 haben wir da geschrieben, über 2022 werden wir wieder schreiben, Anfang nächsten Jahres ist es also soweit und wir gucken quasi an welchen Stellen mit dieser Bilanz können wir das Unternehmen weiterentwickeln. Und das würde ich sagen, das ist ein großartiges Konzept für ganz viele Unternehmen, bei denen man sich selber weiterentwickelt, aber auch, wir nutzen das ganz viel für die Kommunikation. Ne? Also Leute fragen, wie funktioniert das denn bei euch genau? Wie berechnet ihr denn die CO2-Emissionen vom Mobilfunk? So, da steht es drin. Das ist ein 120-Seiten-Dokument, also da steht schon auch viel drin, auf das man aber immer wieder verweisen kann. Und das überzeugt tatsächlich dann auch andere Unternehmen zu sagen, hey, okay, klingt plausibel, das gucke ich mir zumindest mal an.
Genau, und ein anderes Modell oder ein anderes Konzept, was ich tatsächlich großartig finde, was ich glaube sehr viel bewegen kann in der Wirtschaft in Deutschland, heißt Purpose oder Purpose-Unternehmen oder Unternehmen in Verantwortungseigentum. Und da gibt es zwei Kernprinzipien, die man umsetzen muss, wenn man ein solches, Purpose ist ein großes Wort, an vielen Stellen verwendet, aber jetzt Purpose-Unternehmen in diesem Sinne werden will. Das Prinzip 1 ist das Sinnprinzip, heißt das, also Gewinne können nicht mehr privatisiert werden. Alle Gewinne müssen im Unternehmen bleiben. Und das beste Beispiel dafür ist immer Ecosia, die machen wahnsinnig viele Gewinne, die Gründer Tim Schumacher und der Christian Kroll, die können das nicht mehr zu sich rausziehen, sondern das wird im Sinne des Unternehmens verwendet. Also bei denen ist jetzt ganz konkret, die pflanzen einfach wahnsinnig viele Bäume. So, ne? Oder unterstützen nachhaltige Unternehmen wie Retail dabei groß zu werden. Das heißt, das, was Ecosia NutzerInnen da an einen Mehrwert schaffen durch die Nutzung an Geld, an finanziellem Mehrwert fürs Unternehmen, fließt wieder in die Nachhaltigkeit rein und ist damit im Sinne der Nutzerin bzw. im Sinne des Purpose von Ecosia verwendet. Und bei uns ist es genauso, nur dass wir noch keine Gewinne machen. Aber das schon mal festgelegt haben, also so, das ist ein wichtiger Punkt, das schreibt man in die Satzung, da kommt man nicht mehr raus, man macht das ein für alle Mal. Also es gibt eine Organisation, die Purpose Stiftung, die jetzt mitten einen Anteil hat, einen Vetoanteil in unserer Satzung, wenn wir irgendwann eins dieser Prinzipien wieder rauswerfen wollen, also zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben es uns anders überlegt, wir wollen jetzt doch Gewinne rausziehen, ist nicht mehr. Und das zweite wichtige Prinzip ist, dass Entscheidungen nur noch von MitarbeiterInnen getroffen werden dürfen. Also nur noch MitarbeiterInnen können Stimmrecht in dem Unternehmen haben. Und ganz oft, wenn ich das erzähle, dann nicken die Leute alle schön und sagen, ja, klingt plausibel. Und man muss aber nur einen Schritt weiterdenken und feststellen, das ist nicht der Standard, sondern der Standard ist, dass Investoren Entscheidungen treffen in einem Unternehmen, weil die Geld gegeben haben für Unternehmensanteile. So, ne? Auch das geht bei Purpose nicht mehr. Und wenn man also ein Purpose-Unternehmen werden will, dann muss man auch gucken, dass man alle Investoren, die man vielleicht schon mal hatte, die Anteile haben, dazu bewegt, diese Anteile abzugeben. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, wenn ihr andere Purpose-Unternehmen trefft, Einhorn, gibt es diverse mittlerweile, dass die Entscheidungen nur von den Mitarbeitenden getroffen werden. Und es geht ja darum, mit diesen beiden Prinzipien festzulegen, dass der Sinn, das Ziel des Unternehmens erhalten bleibt. Es gibt genug Beispiele von Unternehmen, die, Bodyshop, die mit wahnsinnig hohen Visionen gegründet wurden und dann irgendwann halt rein in die Profitmaximierung gerutscht sind. Das kann Purpose ganz gut verhindern. Und das ist auch ein Konzept, von dem wir ganz viel erzählen, weil wir glauben, das kann die Wirtschaft verändern. Und es ist ja auch in der Diskussion eine, steht im Koalitionsvertrag auch, für dieses Konzept eine eigene Rechtsform zu schaffen. Würde das gelingen, würden sich wahnsinnig viele Steuerberater, Anwälte und Menschen, die man bei einer Unternehmensgründung so braucht, mit diesem Konzept auseinandersetzen müssen. Und das könnte wirklich Wumms geben. Ne? Also jetzt sind es vielleicht, 100, 150 Purpose-Unternehmen, aber sehr stark intrinsisch motivierte eben. Wenn das eine anerkannte Rechtsform wird, dann kann da noch viel passieren. Genau, und ein weiteres Thema, wir hatten Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, wir hatten Beispielunternehmen sein und ein Thema, was immer stärker wird, ich umschreibe es mal so ein bisschen grob mit Lobbyismus für die gute Sache. Wir versuchen an so vielen Stellen wie möglich aktiv zu werden für Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Und das zeigt sich unter anderem, hier mit rechts, super, in Alma, das ist eine von meinen Mitgründerinnen, die, voll für Retail arbeitet, aber ganz viel auch Nicht-Retail-Sachen macht. Also die ist unter anderem Vorstand im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Das ist ein Verband von nachhaltigen Unternehmen, die Lobbyarbeit machen gegenüber Politik. Ne? Die also zum Beispiel im Sommer in Berlin unterwegs waren und verschiedene Politiker und Politikerinnen getroffen haben, um dort die Anliegen der nachhaltigen Unternehmen zu unterbreiten. Und ein Ding, was da zum Beispiel rausgekommen ist, ist, dass jetzt wieder Alma eingeladen wurde, im Mittelstandsbeirat vom Wirtschaftsministerium mitzusprechen. Also sind 25 UnternehmerInnen, die da eingeladen wurden. Und das heißt, auch da sitzt Alma jetzt drin und vertritt Unternehmen von nachhaltigen Unternehmen in diesem Mittelstandsbeirat. Und das ist was. Wir kriegen häufig die Frage, wie ist das jetzt genau mit den Solaranlagen? Ne? Da gebt ihr jetzt vielleicht 1 Euro pro Kunde und Monat für Mobilfunk aus. Es ist aber doch, kostet mich 5 Euro mehr, den Tarif bei euch zu kaufen als woanders. Man kann die Aktivitäten im Klimaschutz nicht reduzieren auf die Solaranlagen, die wir bauen, ne? Sondern wir engagieren uns in allen möglichen Bereichen für Klimaschutz, genauso für Datenschutz, genauso für Fairness und Transparenz. Und das ist ein Beispiel, wo wir Arbeit machen für dieses Thema, was aber jetzt nicht eine Solaranlage ist.
Genau, aber wir bauen auch Solaranlagen. Da sieht man jetzt auch ein Bild von einer Anlage zusammen mit Ecosia. Naturstrom und der GLS-Bank haben wir für die ersten 10.000 Kundinnen Solaranlagen gebaut. Also Solaranlagen, die so viel Ökostrom ins Netz einspeisen, wie die Kundinnen für ihre Mobilfunknutzung brauchen. Ja, das ist natürlich nicht genau der Strom, der dann in die Funkmasten läuft, aber wenn ihr jetzt zu Hause Ökostrom habt, dann kriegt ihr ja auch den Strom vom nächsten Kraftwerk. Ihr kriegt nicht den Ökostrom, den ihr vielleicht irgendwie bezieht. Im Grunde ist es genauso bei diesen Solaranlagen auch. Die sorgen dafür, dass der Strommix in Deutschland grüner wird, als er vorher war. Und das ist was, merkt man ja jetzt, wo wir noch viel mehr machen müssen. Und die ersten 10.000 Kundinnen haben wir ja schon. Das heißt, wir sind gerade tatsächlich dabei, die nächsten Projekte aufzubauen. Und auch da gehen wir weiter. Das ist jetzt eine sehr spezielle Diskussion. Man kann durch den Bau von Solaranlagen in Deutschland nicht klimaneutral werden, weil man den Strom nicht, also nur wenn man den Strom komplett selber nutzt. Ansonsten, man kann den nicht als Graustrom verkaufen. Da sind wir zum Beispiel mit Ökostromanbietern dabei, also Leuten, die Zugang haben zum Strommarkt, ein Konzept zu entwickeln, dass man auch das machen kann. Weil dann würden das viel mehr Unternehmen vermutlich tun, für ihre Klimaneutralität in Deutschland mit Solaranlagen kompensieren, statt Bäume irgendwo zu pflanzen. Genau. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch besser informieren. Das sind jetzt Sachen, die ich vorhin schon erzählt habe, aber wie sieht der Energiebedarf bei der mobilen Telefonie eigentlich aus? Das weiß niemand. Also, oder über welche Daten reden wir eigentlich? Was sind Verkehrsdaten? Was sind Daten, was sind Stammdaten? Was speichert da vielleicht mein Mobilfunkanbieter und wie lange eigentlich? Ne? Darüber hat kein Mobilfunkanbieter Interesse zu reden. Das heißt, dieses Thema besser informieren ist auch eins, was uns sehr am Herzen liegt. Ne? Also Transparenz. Aber solche Zahlen oder welche Datentypen, das findet man einfach, hier ist jetzt sogar gelistet, das findet man auch relativ auf oberer Ebene, also ne, unter Vision Datenschutz bei uns auf der Homepage, weil uns das ein Anliegen ist, dass Menschen das mitkriegen und informiert sind. Und ein Aspekt, der auch dazu gehört, habe ich jetzt formuliert, mit besser konkret dabei sein, wir sind in verschiedenen Bündnissen unterwegs und bei Aktionen dabei. Also Fairtech ist ein Konsortium, ein europaweites Konsortium von Unternehmen, die kümmern sich um nachhaltige Kommunikation. Und da sind verschiedene nachhaltige Mobilfunkanbieter, also ne, Handytarifanbieter aus unterschiedlichen Ländern dabei, aber zum Beispiel auch die Commons, wo vorhin schon ein Vortrag war, da geht es um Leasing von Smartphones, ne? Also Circular Economy, was einfach, hatten wir jetzt bei dem Vortrag, der kurz hier vor auch schon war, was eine Lösung schafft für dieses Thema von jedes Jahr ein neues Smartphone. Fairphone ist da dabei, ne? Also auch Anbieter von modularen Smartphones. Und das ist so ein Netzwerk-Lobbykreis, der versucht, dieses Thema auch auf politischer Ebene voranzubringen. Klimawette, Stop Fossil, da geht es um, wie schafft man es eigentlich als Privatperson, möglichst klimafreundlich zu leben. Und aktuell, das ist eine Diskussion, da fände ich es ganz spannend, später auch nochmal Feedback von euch zu kriegen. Lützerath, das ist das Dorf, was von RWE, glaube ich, ab heute darf das Dorf geräumt werden und dann abgebaggert werden, um da Kohleabbau zu betreiben. Und es gibt ein Protestcamp dort und wir diskutieren gerade das Unternehmensnetzwerk, was wir mittlerweile ja haben, zu motivieren, dort gemeinsam hinzugehen und eine Weile von dort zu arbeiten. Ne? Also nicht komplett, aber in Teilen eben, um ein Zeichen zu setzen, Lützerath lebt. Genau, solche Dinge machen wir, weil wir intrinsisch motiviert sind, dieses Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Genau, und damit komme ich tatsächlich auch zum Schluss. Das, was wir machen mit Retail, ist mit Nachhaltigkeit Menschen erreichen, aus Freiburg, aber in einem Millionenmarkt und hoffentlich weiter wachsend, um da eine echte Alternative zu sein. Wir sind Beispielunternehmen, wollen Strahlwirkung deutlich über Retail hinaus erwirken und zu dieser Wirtschaftstransformation, die so notwendig ist, beitragen und machen Lobbyismus für die gute Sache, um als Aktivistin im Unternehmensmantel unterwegs zu sein. Herzlichen Dank euch für die Aufmerksamkeit und gerne Fragen. Beziehungsweise, ich war schon um 14.30 Uhr bei einem Vortrag dabei, eine Frage habe ich tatsächlich. Und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere, hat da eine Idee zu. Ne? In dieser Lützerath-Aktion gibt es eine Mahnwache in Lützerath, also eine zivilgesellschaftliche Organisation, die da den Protest macht. Und das ist ja auch super cool. Ne? Und das heißt, wir sind mit denen in Kontakt gegangen und haben gefragt, hey, habt ihr nicht Bock drauf? Wir kennen nachhaltige Unternehmen und wir machen mit. Und
ein Teil der Reaktion ist, ja super cool, dann sind wir stärker. Und ein Teil der Reaktion ist, ihr scheiß Kapitalisten, bleibt draußen. Wir wollen euch hier nicht haben. Und das kann ich schon auch verstehen. Mein Bild der Sache ist, wir brauchen die Wirtschaft, also es wird nicht funktionieren auf Dauer, die Wirtschaft, also in die schlechte Wirtschaft und gute Zivilgesellschaft oder gute NGOs einzuteilen. Deswegen brauchen wir Wirtschaft, die genau da dabei ist. Aber vielleicht hat der eine oder die andere von euch ja auch hier eine Gegenposition und sagt, nee, ihr wollt das ja eh nur als Werbefläche nutzen, haltet euch da raus. So, ne? Genau, das wollte ich ja mal mitgeben. Wenn da jemand eine Idee zu hat, gerne dazu was sagen. Ansonsten gerne Fragen an WeTel, das, was ich erzählt habe. Ich bräuchte eine Person, die sich vorstellen kann, mit dem Mikro rumzugehen. Spontan. Ihr müsst nichts sagen, nur das Mikro so. Danke. Dankeschön. Hi, ich bin Alex und ich würde gerne wissen, wie viele Kundinnen ihr benötigt, um so ein Break-Even zu erreichen. Erste Frage und zweite Frage. Wäre es durchaus vorstellbar, dass irgendwann, wenn ihr den Solarstrom wirtschaftlich verwerten könnt, dass ihr damit dann auch die Preise von den Mobilfunktarifen subventioniert mit den Einnahmen aus dem Solarstrom? Spannend. Die erste Frage ist so ungefähr 15.000 bis 17.000. Also das ist durchaus in erreichbarer Nähe. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Reduzierung der Preise wird eher darüber kommen, dass wir da Skaleneffekte nutzen können. Also ne, wenn es dann mehr, deutlich mehr Kunden sind, werden wir mehr Spielraum haben, da Preise zu reduzieren. Die Solaranlagen werden sich irgendwann rentiert haben und da wird es auch Einnahmen draus geben. Das ist A, es ist noch ein bisschen und B, ich glaube jetzt nicht, dass bei der, also die Anlagengröße ist aller Ehren wert, aber dass wir da ewig viel Geld rausziehen, dass wir das auf die Mobilfunktarife umlegen. Und wir haben auch versprochen, wir bauen diese Solaranlagen und alles, was wir da rausziehen, setzen wir wieder in Solaranlagen um. Also es wird nicht in den Mobilfunk, sondern quasi versuchen, sich immer zu verstärken in dem Solaranlagen-Business. Mehr Fragen. Ja, hi, Carsten. Ich hätte eine Frage. Magst du was sagen, zu wie ihr finanziert seid? Gerne, sehr gerne. Also im Wesentlichen sind wir crowdfinanziert tatsächlich. Wir haben angefangen 2019, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht über Startnext. Da haben wir Mobilfunkgutscheine verkauft, aber eher, das war so eine Art Marktexperiment. Kauft uns das wirklich überhaupt jemand ab? Da hat das gestartet, dann haben wir mit einem, das war ein Kreditprogramm von der Landesbank Baden-Württemberg, von da kam Geld, aber die erste dann große Finanzierungsphase war über die GLS Crowd, also ein Crowd-Instrument, was stark mit der GLS Bank zusammen ist, und da haben wir letztes Jahr 700.000 Euro gefundet, genau, und das hat uns lang getragen, genau, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir tatsächlich über Kredite uns finanzieren können und das am Ende günstiger ist, weil so eine Crowdfunding-Kampagne kostet ja auch ganz schön Geld. Vorher. Genau. Danke. Danke. Ja, hi, Luca. Ich hätte zwei kleine Fragen. Und zwar die erste Frage, die mir so unter der Zunge brennt, ist, ab welchem Punkt geht man in die Purpose Economy? Ist es was, was man am Anfang entscheidet? Oder kann man auch quasi irgendeinen Punkt haben, wo man sagt, okay, jetzt ist es Zeit. Und die zweite Frage ist, weil du den Menschen-zu-Menschen-Service angesprochen hast, gibt es irgendwie eine Nutzerzahl, ab der das nicht mehr möglich ist? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich war bei uns im Gründungsteam die skeptischste Person gegenüber diesem Service-Thema. Ich hab lange auch dafür argumentiert, dass es zumindest eine Möglichkeit sein muss, das auszulagern, weil ich gedacht habe, irgendeinen Grund müsste es doch geben, dass die anderen Unternehmen das alle so machen. Mittlerweile glaube ich da nicht mehr an eine Restriktion. Ich glaube, dass wir das schaffen. Es ist tatsächlich ja mittlerweile auch einer der Kernwerte oder der Kerneigenschaften, die ganz viel von uns ausmachen.
ich weiß nicht, was da an anderen Stellen passiert. Dafür habe ich den Einblick nicht mehr, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Profitmaximierung hat sich verselbstständigt. Ich glaube tatsächlich, dass Kunden bei uns sehr schnell zu Lösungen geführt werden, weil die Leute im First Level Ahnung haben. Und dass man damit am Ende gewinnt. Würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ne? Habe ich mit jemandem aus der Mobilfunkbranche ansonsten aber auch noch nicht diskutiert. Für uns funktioniert es auf jeden Fall und ich glaube, es wird eher leichter als schwieriger. Genau. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Purpose-Unternehmer zu werden? Das ist keine einfache Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann kann es sein, auf jeden Fall, je nachdem, was man so für ein Produkt hat, dass man eine ganze Weile ein ganz schön großes Risiko trägt als Unternehmer oder Unternehmerin, ne? Also Privatinsolvenz ist ein Thema, was auch jetzt in unserem Status immer noch ein realistisches Szenario ist, ne? Mit dem wir Gründende, man kann sich gegen vieles versichern, aber so Insolvenzberater sind am Ende da auch schon ganz schön hart unterwegs, womit man sich beschäftigen muss. Und wenn man ein großes Risiko eingeht, dann finde ich, es muss irgendeine Art Risikoausgleich auf der anderen Seite geben, der, ne, angemessen und sein muss, aber genau, den muss es geben. So. Und bei Purpose ist es ja so, dass man, es gibt so eine Gründungskompensation, die man festlegen kann, wo man sagt, hey, so und so viel habe ich mir kein Geld auszahlen müssen oder habe Risiko getragen oder was, und das kann man sich noch auszahlen, ab dann nichts mehr, und die muss man irgendwann festlegen. Und wenn man jetzt gerade das Unternehmen gründet, also wenn die 2019 haben wir gegründet und wir hätten damals sagen müssen, wie viel Risiko wir denn in den nächsten 5 Jahren noch auf uns nehmen, das wäre ein unmögliches Unterfangen gewesen, ne? Also das wäre ganz schwer gewesen, an der Stelle festzulegen, okay, was ist denn angemessen jetzt hier gerade? In dem Moment jetzt, also dieses Jahr, ne, wo wir immer noch nicht durch sind, aber auf einen Break-Even zulaufen, hat man da eine viel klarere Einschätzung zu. Also das ist ein Grund, warum, also ich kriege das häufig mal von Leuten die Frage, eben die dabei sind, ein Unternehmen zu gründen. Das finde ich ist das, was man abwägen muss. Man kann natürlich auch im Vorhinein eine Summe festlegen und muss die nachher nicht ausschöpfen. So, ne? Das ist auch okay, aber an der Stelle ist, finde ich, ein Knackpunkt oder ein Argument noch, dass man sagt, ich mache das nicht sofort, sondern ich mache das irgendwann. Bei uns war das ganz konkret so, wir haben, glaube ich, Mitte 2019 entschieden, dass wir Purpose-Unternehmen werden. Geworden sind wir es dann Mitte 2020. In der Zwischenzeit sind viele Entscheidungen so gefallen, dass wir das werden können, dass wir zum Beispiel keine Anteile nach außen gegeben haben, weil wir wussten, wir wollen ja Purpose werden, dann müssen wir sie wieder zurückholen. Also haben die alle von vornherein bei uns gehalten. Ja, genau. Also man kann das von Anfang an machen, aber wenn man es in seinem Herzen, also das ist auch nicht das Erste, worum man sich im Zweifel kümmern muss, ne? Also wir haben versucht, diesen Mobilfunkdienst aufzubauen und dann ist die Unternehmensform, das ist jetzt, sag ich mal, was eher Formales. Wenn man sich klar ist, kann man es ja auch später einfach machen. Ja. Okay, danke. Gerne. Dankeschön. Ich habe eine Frage noch zur Nachhaltigkeit beziehungsweise euren nächsten Schritten dazu. Also für mich klingt es schon so, als ob die großen Emissionsträger ja schon entweder noch in den Händen von Vodafone, also dem Netzdienstleister, liegen, beziehungsweise bei den Geräteherstellern. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht in Zahlen, wie groß dieser Anteil daran ist, aber ich würde schätzen, dass der Solarstrom dann zum Beispiel einen relativ kleinen Anteil daran hat. Deswegen wäre meine Frage, wie habt ihr Pläne zum Beispiel dann in den Bereichen noch irgendwie Fortschritte zu machen, zum Beispiel Druck auf Vodafone auszuüben, dass zum Beispiel die Herstellung von so Funkmasten irgendwie nachhaltiger gelöst wird oder solche Sachen? Also den Plan haben wir auf jeden Fall. Ich gehe nochmal auf einen Punkt zurück. Also wir quantifizieren tatsächlich all diese Punkte, die vorhin genannt waren, also Funkmastenbau, Funkmastennutzung und so weiter. Das kann man alles umrechnen, auf die Kundinnen verteilen, da kommt eine CO2-Menge raus. Und mindestens so viel Solarstrom bauen wir zu. Also das ist tatsächlich alles komplett drin in der Rechnung, auch in der Kompensationsrechnung. Aber natürlich versuchen wir, auf die Vodafone zuzugehen. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, da ist Wachstum notwendig, dass wir da gehört werden. 10.000 Kunden ist in der Mobilfunkwelt einfach echt wenig. Wenn wir jetzt über 100.000 reden würden, was durchaus realistisch ist, dann hätten wir da nochmal ein anderes Gewicht. Ich glaube, die sind sich, alle großen Mobilfunkanbieter, mit denen sind wir allen in Kontakt, die wissen alle, dass es uns gibt. Und dass da jemand versucht, mit Nachhaltigkeit oder mit konsequenter Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell aufzuziehen, die bewegen sich ja auch nur einfach, also
langsam. Ne? Vodafone hat für 2040 angekündigt, dass sie klimaneutral sind. So, ne? Also da ist einmal der 2040, dann steht da angekündigt. Das, ja, weiß ich nicht. Man kann sagen, das ist ein großer Konzern, bei dem dauert es auch immer viel länger, aber so richtig, finde ich, gilt das auch nicht als Entschuldigung. Die haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Warum die das nicht viel schneller machen, ich kann es euch nicht sagen. So, ne? Und so lange werden wir sagen, na gut, wir sind ein kleines Unternehmen, wir machen das seit 2020, wir sind 20 Jahre schneller. Denkt mal drüber nach. Also, ja. Aber klar, also alle Möglichkeiten, die wir haben, über Strukturen direkt an die Vodafone oder eben über politische Arbeit. Und dann, also ne, das kann ja so konkrete Ausmaße haben wie, es gibt eine Frequenzversteigerung und die wird am Ende gekoppelt an irgendwelche Nachhaltigkeitsziele. Das könnte man ja machen. So, ne? Und dann ist da vielleicht wieder eine Alma, die in einem Mittelstandsbeirat oder in welchem Gremium auch immer genau das vorschlägt oder dafür kämpft. Ja. Jetzt übermannt mich der Husten, aber es sieht auch nicht aus, als wären noch Fragen da. Oder doch? Ist das, hast du? Nee, du hast dich rausbewegt, ne? Hi, ich bin Merlin. Ich hätte eine Frage, sehr mobilfunkspeziell. Aber glaubst du, dass so Lobbyismus pro Klima auch in der GSMA und 3GPP, also praktisch den Organisationen, die die Technik entwickeln, nötig ist? Und wie könnte das passieren? Also, das ist sehr weit weg von einem virtuellen Mobilfunkoperator, deshalb. Also nötig ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Kommt da der nächste Vortrag? Also auch da, je tiefer wir da einsteigen, je länger es uns gibt, desto mehr werden wir da auch einsteigen wollen, ne? Weil in diesen ganzen Datenschutzaspekten zum Beispiel ist diese Reseller-Nummer, die wir gerade fahren, ja eigentlich überhaupt nicht hinreichend. So, ne? Das heißt, wir werden auch da weiter einsteigen und dann kann ich mir vorstellen, auch solche Themen angehen. An der Stelle finde ich es aber trotzdem spannend, das Beispiel Rufnummerportierung und Datenaustausch zwischen den Mobilfunkanbietern. Ne? Da werden Daten von Kunden in Teilen unverschlüsselt rumgeschickt, wo man sich so denkt, darf das wahr sein? Es gibt echt viele Punkte, wo man das Gefühl hat, okay, hier müssen wir reinpieksen, ob wir da jetzt Macht haben oder nicht. Ne? Am Ende braucht es jemanden, der hartnäckig ist manchmal auch nur. Und das können wir auch jetzt schon mit geringer Kundenzahl und versuchen das überall da, wo wir es mitkriegen. Tatsächlich, ganz am Anfang, da hatten wir die Idee, weiß nicht, 2 Monate oder so, haben alle in anderen Jobs noch gearbeitet, waren wir auf einer Telekommunikationsmesse in Frankfurt und haben mit Dienstleistern gesprochen, die nachher Kundendaten verwalten und solche Sachen machen können. Und haben die gefragt, wie können wir das machen, wenn wir euch als Dienstleister nehmen, wir machen den Mobilfunk, ihr macht sozusagen diese Dienstleistung, wie können wir das machen, dass wir die Kundendaten so früh wie möglich löschen? Weil wir sie nicht mehr brauchen und nicht mehr haben wollen, dann löschen wir sie einfach. Und dann stehen da so, weiß ich, Leute, die halt in diesem Business schon ewig unterwegs sind und sagen, ja, keine Ahnung, das hat uns noch jemand gefragt. Ne? Und das, also so Momente gibt es einige, wo man sich so denkt, wir hatten keine Ahnung von nichts damals, ne? Aber es war trotzdem klar, es muss jemanden geben, der diese Fahne für den Datenschutz hochhält. So, und das wollen wir sein. Und tschüss, herzlichen Dank euch fürs Dasein.